Manche können es, manche geben sehr schnell wieder auf. Ich gehöre nicht dazu. Und zwar geht es um das Thema Zielen mit beiden Augen offen. Ich hatte das vor einiger Zeit schon mal erläutert. Heute möchte ich noch mal ganz klein wenig darauf eingehen. Wer meine Review-Videos von den verschiedenen Waffen mit der Shooter's Corner zusammen gesehen hat, hat vielleicht auch bei den Schießsequenzen gesehen, dass ich bei mir tatsächlich beim Zielen beide Augen offen habe. Ich habe mir das über die Zeit hinweg angewöhnt. Es ist nicht einfach, da wir dazu neigen, auf eine gewisse Entfernung hin irgendwann mal doppelt zu sehen. Und da muss man tatsächlich seinen Kopf anstrengen, um das hinzubekommen. Ich sage aber auch gleich vorneweg, ich kann es nicht unter allen Situationen und Umständen. Es gibt eine ganz spezielle Scheibe und Disziplin bei uns im BDMP, wo ich tatsächlich ein richtiges Problem damit habe, und das ist die NPA Service Pistol. Und das liegt schlicht und ergreifend am Kontrast der Scheibe mit diesen Brauntönen. Ich kriege es einfach nicht auf die Rille, in dem Moment tatsächlich mit beiden Augen offen zu schießen. Da es aber eine dynamisch stationäre Disziplin ist. Also es bedeutet, ich bewege mich ja nicht, es geht auch nicht tatsächlich um die Geschwindigkeit, sondern ich stehe bei einer bestimmten Entfernung zur Scheibe, dann wird geschossen. Und da habe ich dann tatsächlich auch noch die Zeit und die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kneife in dem Moment tatsächlich mein linkes Auge zu. Wie kann man das denn tatsächlich üben? Nun, ich bin ein Freund und Verfechter davon, wenn ich etwas zu Hause übe, dann muss ich das unter Bedingungen tun, die so dicht wie möglich an die Realität herankommen. Und dazu gehört es dann auch, die Ausrüstungsgegenstände mitzuverwenden, die ich auch auf dem Schießstand trage. So, das heißt, ich ziehe zum Beispiel meine Schießbrille an. Ich ziehe eine Basecap an, weil sich dadurch natürlich auch der Lichteinfall wieder ein bisschen verändert. Was man am Ende des Tages auch möchte, ist, ich möchte vorne mein Korn scharf sehen. Je älter man wird, desto schwieriger wird das. Da gibt es aber Hilfsmittel. Geh zu einem vernünftigen Optiker, wie Optik Haltmeier in Butzbach als Beispiel, und der kann euch eine Schießbrille anfertigen, die euch dabei unterstützt, direkt, einfach und auf Anhieb das Korn vorne scharf zu sehen. Das ist bei mir der Fall. Das heißt, wir haben eine Überkorrektur beim zielenden rechten Auge, dass wenn ich in Anschlag gehe, ich quasi sofort das Korn scharf sehe. Egal, ob ich jetzt mit einem Auge geschlossen oder beide Augen geöffnet schieße. Habe ich nun meine Schießbrille an, ich habe meine Mütze an, ich habe meine Waffe. In dem Moment nehme ich jetzt meine CZP-10. Ich habe ein leeres Magazin mit und die Waffe ist ungeladen. So, was man jetzt im Grunde genommen möchte, ist erstmal langsam anfangen. Hängt euch in der größtmöglichen Entfernung, die ihr zu Hause bereitstellen könnt, eine Scheibe auf. Fangt mit einer normal großen Scheibe an und arbeitet euch auf immer kleinere Ziele. So, und wir gehen jetzt einfach hin und gehen einfach immer wieder in Anschlag und gucken, dass wenn wir die Augen beide geöffnet haben, wir direkt immer wieder das Korn scharf sehen. Es ist auch eine gute Übung, um den Griff und den richtigen Anschlag zu trainieren. Da bin ich jetzt gerade weg. Ja, jetzt sind wir wieder drin. Bin ich so weit, dass ich, wenn ich in Anschlag gehe, direkt hier vorne das Korn scharf sehe und ich habe auch vorne mein Ziel vernünftig im Blick, kann ich den nächsten Schritt einleiten. Und der nächste Schritt wäre zum Beispiel auf Geschwindigkeit. Das heißt, ich ziehe die Waffe und gehe sofort ins Ziel. Ich ziehe die Waffe und gehe sofort ins Ziel. Ich ziehe die Waffe und gehe sofort ins Ziel. Und so trainiere ich sukzessive mein zielendes Auge mit dem nicht zielenden Auge zeitgleich geöffnet zu bleiben, wenn ich schieße. Irgendwann seid ihr dann auch so weit, dass euch zum Beispiel der Geschossknall nicht mehr wirklich tangiert und ihr auch nicht mehr blinzelt, wenn der Schuss bricht. Das seht ihr bei vielen meiner Videos, wo die Kamera eine relativ gute Nahaufnahme von mir hat. Und dann seht ihr, dass ich teilweise überhaupt gar nicht mehr blinzel, wenn ich schieße. Das ist schon echt gaga, sag ich mal. Aber klar ist auch, es geht nicht ohne dem entsprechenden Training. Das ist auch ein sehr gutes Holstertraining, um eben immer schön zu üben, wo ist meine Waffe. So findet ihr auch sukzessive die richtige Holsterposition für euch,
dass ihr instinktiv und intuitiv an die Waffe kommt und diese auch gleich wieder holstern könnt, ohne hinzugucken. Ja. Manche verurteilen, wenn ich zum Beispiel beim Holstern meinen Blick runter an das Holster richte, ich bin nicht im Kriegsgebiet, ich bin nicht in einem Feuergefecht, ich bin beim Schießsport. Und da habe ich kein Problem damit, auch zu gucken, holster ich die Waffe denn tatsächlich richtig. Aber es geht auch weitestgehend blind. Übt es mal ein bisschen und ich glaube, ihr werdet irgendwann mal tatsächlich einen Aha-Effekt dabei mit rausholen. In diesem Sinn, macht's gut.